Verhütungsmethoden, die weniger wirksam sind, sind welche, die regelmäßig bzw. jedes Mal vom Sex angewendet werden müssen. Die Wirksamkeit ist stark abhängig von einer langfristigen und fehlerfreien Anwendung. Das Kondom mit einem Pearl-Index von 15, was bedeutet, 15 Frauen von 100 werden innerhalb von einem Jahr ungewollt schwanger. Dies scheint auf den ersten Moment ein nicht so wirksames Verhütungsmittel zu sein. Doch bei richtiger Anwendung schützt es sowohl vor ungewollten Schwangerschaften sowie sexuell übertragbaren Krankheiten. Doch das Verwenden eines Kondoms muss erprobt sein. Ausgepackt wird das Kondom nicht mit einer Schere oder den Zähnen, da es hierbei einreißen kann. Dann sollte das Kondom richtig herum verwendet werden. Einmal falsch auf den Penis raufgesetzt, sollte unbedingt ein neues verwendet werden. Dies kann überprüft werden, indem man die Pustmethode anwendet. Sieht das Kondom beim Hineinpusten aus wie ein Schnuller, ist es falsch herum. Richtig ist es, wenn es aussieht wie ein Sombrero. Beim Überziehen des Kondoms sollte es mit zwei Fingern am Hütchen vorne zugehalten werden, damit sich keine Luft drin staut. Dann wird es abgerollt bis zur Peniswurzel. Beim Herausziehen des Penises sollte das Kondom am Ende festgehalten werden, damit es sich nicht vom Penis löst. Denn ansonsten bleibt es samt Samenerguss stecken und schützt somit nicht mehr vor einer ungewollten Schwangerschaft oder sexuell übertragbaren Infektionen. Mit einem Pearl-Index von 16. Was bedeutet, dass 16 Frauen von 100 in einem Jahr ungewollt schwanger werden? Das Diaphragma ist eine Kunststoffkappe, welches in die Vagina eingeführt und auf den Muttermund gelegt wird. Zusätzlich wird ein spermizidhemmendes Gel verwendet, welches Spermien abtötet. Das Diaphragma wird bereits mit Gel bestrichen, 1 bis 2 Stunden vor dem Sex eingeführt. Bei mehrfachem Sex sollte jedoch etwas Gel nachgegeben werden. Nach dem Samenerguss sollte das Diaphragma noch bis zu 6 Stunden im Körper bleiben, da so lange auch Spermien in der Vagina überleben. Maximal nach 24 Stunden sollte es jedoch entfernt werden. Das Diaphragma ist bei richtiger Pflege 1 bis 2 Jahre verwendbar. Nach dem Einsetzen des Diaphragmas sollte ihr Sitz kontrolliert werden, indem der Muttermund abgetastet wird. Richtig eingesetzt spürt man während dem Sex das Diaphragma nicht. Coitus interruptus. Beziehungsweise Rausziehmethode. Dabei wird versucht, den Penis vor dem Samenerguss aus der Vagina zu ziehen. Es funktioniert allerdings nicht so gut, weil im Lusttropfen, wie wir schon gehört haben, ebenfalls bereits Spermien enthalten sein können. Andere nicht wirksame Methoden sind die Selbstbeobachtungsmethoden. Zum Beispiel die Beobachtung des Cervixschleims, der sich ja im Verlauf des Zyklus verändert. Hier ist aber dazu zu sagen, wir können nie wirklich anhand des Cervixschleims erkennen, wann wir fruchtbar sind und nicht fruchtbar. Die andere Methode wäre die Temperaturmethode. Hierbei würde jeden Morgen nach dem Aufstehen die Temperatur gemessen werden, um so festzustellen, wann der Eisprung stattfindet. Das ist aber auch nicht empfehlenswert als Schwangerschaftsverhütung, sondern eher zur Familienplanung. Ja, hüpfen wir auch eine lang geglaubte Verhütungsmethode, die, oh Wunder, heute noch immer nicht funktioniert. Scheidenspülungen mit Coca-Cola funktionieren auch nicht. Haben Menschen bis in die 60er Jahre teilweise wirklich versucht, heute noch immer nicht wirkungsvoll. Genauso wie zum Beispiel Beten. Menschen versuchen seit Tausenden von Jahren, Schwangerschaften durch Beten zu verhindern, funktioniert einfach nicht. Oh Gott.